Ein herzliches Hallo und Servus. Mein Name ist Josef Weidinger und ich lese zwei kurze Passagen aus meinem historischen Roman Salla, das Bestiendl vor. Das vorliegende Buch ist ein Roman über eine Zeit, in der Menschen aufgrund der Pest starben oder aber von Osmanen getötet, entführt, bedroht oder bestenfalls nur vertrieben wurden. Eine Zeit in der Mitte des 17. Jahrhunderts, die stets sowohl für die herrschenden als auch für die beherrschten Menschen eine Herausforderung darstellte. Die Erzählung ist auch die Entstehungslegende einer der frühesten Dreifaltigkeitssäulen Österreichs. Sie steht in Kleinöflein, einem Stadtbezirk von Eisenstadt. Die Geschichte setzt nur wenige Jahre nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs ein. Das Geschlecht der Esterházys begann sich gerade auf der politischen Bühne zu präsentieren und zu positionieren. Balder Esterházy ließ in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts zuerst die alte Burg in Eisenstadt aus- und umbauen und begann dann mit einer umfassenden Adaptierung der Festung Forchtenstein. Salla, geboren am 4. September 1655 in der Nähe von Capua, wächst in dieser Zeit auf. Als Kind vom Vater gewaltsam getrennt und mit der Mutter auf der Flucht, lernt sie die Herausforderungen ihrer Zeit schon sehr früh kennen. Sie wird zu einer jungen Frau, die trotz schwierigster Umstände die Kraft aufbringt, sich um die Menschen ihrer neuen Heimat auf einzigartige Art und Weise zu kümmern. Salla, eine außergewöhnliche junge Frau, die stille, starke Heldin in einer sehr spannenden Geschichte aus einer alten Zeit. War es zur Zeit von Salla die Pest, die immer wieder ausbrach und die Osmanen, welche die Menschen in Angst und Schrecken versetzten, heißen die Bedrohungen heute Corona, Vogelgrippe oder Krieg in der Ukraine. Beim Recherchieren und beim Schreiben wurde mir immer wieder bewusst, wie ähnlich doch sich die Menschen heute wie damals verhalten und wie wenig wir uns doch im Grunde verändert haben. Ich komme gleich, rief das Mädchen seiner Mutter zu, um sogleich wieder ins Blütenmeer der Wiese einzutauchen. Hier, in unmittelbarer Nähe des Baches, der kleinen Raab, blühte es im Frühling des Jahres 1661 überall. An jeder Stelle war die Wiese übervoll mit Blumen. Es duftete mit solch einer Intensität, als ob die Natur nur diesen einen Tag zur Verfügung hätte. Salla genoss jeden einzelnen Augenblick. Der Winter dauerte viel zu lange, aber an diesem Tag war es wunderbar. Sie konnte nicht genug bekommen, immer und immer wieder blieb sie stehen, um die Blütenpracht und die zahllosen Düfte und Eindrücke der Blumenwiese wahrzunehmen. Salla, Salla, rief Mutter Magdalena, Salla, komm jetzt, wir haben noch ein großes Stück Weg vor uns, forderte sie neuerlich, nun schon etwas strenger als zuvor. Vater kommt bald nach Hause und er macht sich sicherlich Sorgen, wenn wir noch nicht da sind. Mutter, nur noch eine Blume für Vater, dann können wir gehen, bettelte das Mädchen. Also gut, Salla, ich habe gerade selbst noch ein paar Schlüsselblumen entdeckt, die werde ich noch einsammeln, über die freut sich Großmutter Maria sicher sehr. Daraus machen wir einen Tee, der ihr wie voriges Jahr sicherlich gegen ihren hartnäckigen Husten hilft, antwortete Mutter Magdalena geduldig. Mutter, bekomme ich dann auch wieder einen Becher? Aber natürlich, mein Kind, auch du bekommst einen Becher Tee. Salla, hast du gesehen, auch der Bärlauch ist bald soweit. Wir werden nächste Woche wieder vorbeikommen. Dann werden wir einen großen Korb mitnehmen und die allerschönsten Blätter pflücken. Ich freue mich schon auf einen Teller wunderbarer Bärlauchsuppe. Ja, Mutter, auf die Suppe freut sich Vater auch immer sehr. Während Salla und ihre Mutter so über das Essen sprachen, vergaßen sie fast die Zeit. Die Sonne hatte ihre Mittagskraft schon verloren und es begann bereits wieder etwas kühler zu werden. So, jetzt aber los, mein Mädchen, sonst ist es finster, bis wir zu Hause sind und bei Dunkelheit kann es gefährlich werden. Mutter und Tochter nahmen ihre mitgebrachten Weidenkörbe, gaben sich die Hand und marschierten los in Richtung ihrer kleinen Siedlung. Wenn sie schnell gingen, konnten sie es vor Sonnenuntergang schaffen. Eine gute Stunde Weg lag noch vor ihnen. Plötzlich fragte Salla, Mutter, stimmt es, dass fremde böse Männer kommen, wenn es finster wird?
und damit ließ sie augenblicklich die fröhlichen Gedanken von soeben vergessen. Wie ein Wirbelsturm fegte der Tatarenschwarm über die kleine Siedlung in der Nähe von Kapowa. Wie aus dem Nichts fielen die Reiter, welche eigentlich als Spähtruppe für eine Janitschan-Kompanie unterwegs waren, über die Menschen her. Immer wieder hatten die Tataren den Türken geholfen, wenn es um den Kampf gegen das Abendland ging. In den Jahren dazwischen waren zwar weniger Krieger unterwegs, aber jetzt, wo der Großwesir die Aktivitäten zur Ausweitung des Osmanischen Reiches vom Neuen aufnahm, streiften neuerdings mehr von ihnen, speziell als Spähtrupps, umher. Fast immer waren sie ganz vorne mit dabei beim Überfallen, beim Niederbrennen, beim Morden und beim Plündern. Die kleine Siedlung, in welcher Christoph mit seiner Familie bisher so glücklich gelebt hatte, hatte einfach Pech. Und sie war klein genug, sodass ein Trupp von rund 23 Tataren ausreichte, um alles, was sich in den Weg stellte, einfach niederzumetzeln. Der Plan, sofern es überhaupt einen gab, war alles, was nur irgendeinen Wert hatte, zu plündern. Knaben, hübsche Mädchen und kräftige Männer wurden, sofern sie sich nicht zu sehr wehrten, entführt. Bei den Janitscharen konnten sie diese in Gold oder anderes Brauchbares eintauschen. Diese wiederum verkauften die Entführten auf einem der Sklavenmärkte, meist im Hinterland oder in Ländern wie Bosnien. Sie lieferten ihren Pflichtanteil ab und kassierten so ein ordentliches Zubrot. Nachdem die Janitscharen-Kompanie, für welche die Tataren im Einsatz waren, demnächst in Richtung Bosnien aufbrechen sollte, waren zusätzliche Sklaven für die dortigen Märkte sehr willkommen. Einige Dutzende Frauen, vor allem junge, attraktive Mädchen, blickten in einem Lager in der Nähe bereits ihrer ungewissen Zukunft entgegen. Christoph war ein kleines Stück außerhalb der Siedlung, um Ausschau nach Salla und Magdalena zu halten. Er war besorgt, weil sie noch nicht zurück waren, als auf der gegenüberliegenden Seite der Tatarensturm losbrach. Männer auf kleinen Pferden mit Schlitzaugen unter Pelzmützen, in zerschlissenen Jacken, mit Lanzen, krummen Säbeln sowie Pfeil und Bogen in den Händen, zogen eine Blutspur durch die Siedlung. Die meisten Bewohner des Dorfes waren erschlagen oder enthauptet worden, bevor sie überhaupt begriffen hatten, was geschah. Inmitten des Trubels wurden die wenigen jungen Mädchen der Siedlung bereits auf die Pferde gezogen, während ihre Mütter und Geschwister auf grausame Art und Weise starben. Nach einem kurzen Moment der Schreckstarre versuchte Christoph zu fliehen, doch da wurden ihm plötzlich mit einem Wurfseil die Beine vom Boden gerissen. Dass er mit dem Kopf auf einen Stein knallte und kurz darauf auf eines der mitgebrachten Pferde verfrachtet wurde, entzog sich bereits seinem Bewusstsein.